Ganz so gut als jeder andere. Und ganz flaumig ist er gewesen. Super. Ja. Wir haben eine Bowle mit Rösli, mit Rosa und mit Wermut. Und dann haben wir noch ein alkoholfreies Getränk mit Holunder. Eine Holunder-Limonade. Mit dem ersten Grüppli machen wir schon den Vortrag danach. Ja. Wir müssen einfach schauen, dass wir's gut. Sind die Weiser gekommen. Die sind in mehreren Schüppen, zuerst innerhalb von der Schweiz und wir sind so die östlichsten Ausläufer. Warum dass die dort auf den Weg gehen müssen, da hat man viel geforscht und auch viel nachgeschaut. Wenn man die im Wallis dort fragt, eine sagen, es ist grosse Not gewesen. Ob die Not dort war, dass einfach Naturkatastrophen oder Trocken oder manche sagen auch noch umherziehende Kriegsharten aus Nordafrika haben zusätzlich das Leben schwer gemacht. Ja, jedenfalls, wo sie gekommen sind und fast ohne Ausnahme sind alle hochgelegenen Siedlungen von Radlberg, von der Walser, erstmalig dauerhaft besiedelt worden. Es sind schon früher Träter Romaner, da aus dem Walgau hergekommen im Sommer. Oder? Ist der Mai und Präsenz und der Wutz, das sind eindeutig Träter romanische Nehmer. Aber die sind im Herbst der Russen. Und wo ist gekommen sind, dort im frühen Mittelalter, also im Jahr 1300, 13 ist eine Urkunde, dort ist es viel zahmer und milder gesehen, als wie es heute ist. Es hat eine Phase gegeben, wo es wirklich, also unsere Vorfahren sind zuerst auf 1500 Meter da gesehen und das ganze Jahr dort gewohnt. Aber dann ist es bloß, etwa 300, 400 Jahre ist gut gegangen. Luxus würden sie keinen haben, aber man ist aber rundum gekommen. Und danach berichten Klimaforscher von kleiner Reiszeit. 16. 17. Jahrhundert, dort ist es deutlich kühler geworden. Und Messer, und in den alten Schriften, die man findet im Archiv, dort redet man von Jahren ohne Sommer. Und dort haben wir es also auch. Und 1955
sind 1000 Leute vom hinteren Walsertal von 3.500 vorgezogen. Oh. Oi, in Walgau jetzt einmal zuerst, aber so mittleres Rheintal, wo hier herkommen, da findet man fast überall Walser. Ja, und die meisten, ja, Laternen ist eine reine Walser-Region. Ja, die meisten sind Schaffer gewesen und Luxus haben sie auch keinen kennt. Also, man hat sie. Überall, was man. Aber sie haben sie gemacht. Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass irgendein Ort plötzlich Seminarhaus wird. Also, das ist es jetzt. Ein Platz, wo wir uns den Kräutern zuwenden, wo Menschen kommen und einfach mehr und tiefer erfahren möchten. Ja, was hat das denn auf sich mit den Pflanzenwesen, mit den Pflänzli? Wenn ich dich sehe, früher sind das mehr Floristikkurse, wo wir Kränzli gebunden haben. Aus all den zarten und feinen Blümchen. Kränzli mache ich immer noch gern. Die schönsten. Wenn ich gerade da den Quendel. Vom ganzen Land die schönsten. Jetzt. Wenn ich den Quendel sehe, dann ist es früher auch bezeichnet worden wirklich als Kranzelkraut. Sie haben es geflochten und gebunden immer zu einem Kränzli, aber wenn wir aus der Natur schauen, dann wächst das auch gerne im Kränzli, als würde das wie ein Kreis schliessen. Und wenn der Josef vorher gesagt hat, mit der Landwirtschaft machen wir wie einen grossen Kreis, wie auch das Jahresrad und der Jahreskreis, ja, ein Kreis bildet mit dem Frühling, mit dem Sommer, mit dem Herbst und dem tiefsten Punkt, wieder mit dem Winter. So, ja, zieht man auf die Alp, auf die Hochalp und im Herbst wieder auch ins Tal. Und das Krüppli als nehmt die Symbolik auf, als nehmt ja, dieses Rund auf und wächst, wenn man es aus der Natur sieht, oft als Kränzli. Das haben die Menschen, die im Krüttli abgeschaut und haben die Kränzli gebunden, haben es auch mitgenommen auf Prozessionen und haben es danach jemanden gebracht, der krank ist, der schwer krank ist. Jetzt keine Tradition, was wir jetzt sind. Aber von einem alten Eltern, der in der Nähe von der Schweiz, Alpe Gampf, von Martin Borg, mit dem habe ich die früher auch in jeder Alpentagung gesungen. Und der hat dann einen Alpsäge gezogen. Und der hat mir das wie vermacht, wo er alt und krank geworden ist, hat er gesagt: Josef, dir traue ich zu, dass du das weitermachst. Und ich singe auf der Alp in mir und wenn es so etwas gibt, sieht doch da der Spitzen, Künstler aus dem Laterns machen. Ja. Also, da könntest du mich nicht brauchen, aber ich kann ja nicht. Das ist der Sieb, wo man durch drauf tut, dass die Milch ganz zugeht. Aber windige Köpfe haben die nachher auch umgedreht, dass man ohne Mikrofon wo die gut für ihn auf der einen Seite auf die andere Seite. Ein Anverständiger. Ja. Also sie tut jetzt ein Gebet. Ich singe jetzt das in Ehrfurcht von höherer Mächte. Joha, Joha, Ave, Ave Maria. Gott, Vater, du Schöpfer von Himmel und Erde, bewahrender Engel, hütender Herr,
Himmelsmama mit ihrem Kind. Breit der Schutzmantel los über Hütter und Zinn. Joho, joho, Ave, Ave Maria. Sankt Petrus, du Wächter der Himmelsburg, bewahrend vorauf dir, sei du unser Hut. Band am Bär, Schini, Tatzert am Wolf, der Fang, Sperr der Leiter, dem Stedergang. Joho, joho, Ave, Ave Maria. Sankt Wendelin, du Heiliger mit dem Hirtenstab, Wies und Wendelin.